Und willkommen zurück, Leute. Das fröhliche Zähmen geht weiter. Und heute mache ich für euch ein Remake zum Direwolf. Da mein letztes oder mein altes Video zum Direwolf schon über ein Jahr her ist, schon anderthalb Jahre schon her ist, und es sich einige Sachen verändert haben, werde ich einfach mal einen neuen Remake machen. Mein altes war ja auch nicht so gut von der Qualität her. Und deswegen mache ich mal für euch ein komplett neues. Ihr seht ja im Hintergrund sind schon mal, ist ein Rudel mit drei Wölfen. Ich glaube, das war's, ne? Sonst gibt es kein anderes Rudel. Ein Rudel mit drei Wölfen. Normalerweise sind das sogar vier bis fünf. Und ihr seht, da ist einer, der ein bisschen leuchtet. Er hat so einen roten Schweif drumherum. Und das ist der Alpha-Wolf. Und wir werden jetzt mal ganz kurz auf eine Position fliegen, wo die Wölflies nicht hochkommen können. Hoffentlich. So. Hoffentlich kommt ja auch keiner hoch. Wir machen da ganz kurz mal. Also, was habe ich dabei? Ich habe dabei, ich hätte die Bärenfallen dabei. Die hätte ich auch legen können. Da wir aber erstmal einen ausschalten, oder ich hätte zwei ausschalten müssen, bevor wir überhaupt loslegen können, müssen wir erstmal ganz kurz. Man könnte es machen, wenn ihr einen einzelnen Wolf habt oder ihr möchtet vielleicht zwei Wölfe direkt zähmen, dann legt euch hier irgendwie auf eine Distanz ein paar von diesen Bärenfallen. Und dann laufen die dort rein und werden automatisch dann erstmal für eine kurze Zeit gefangen. Dabei habe ich das Kano-Kippel. Das ist das Kippel, was gebraucht wird. Dann habe ich ein paar Pfeile dabei. Ich habe natürlich ein paar Pfeile. Wenn ihr das auf einer leichten Einstellung macht, ob es auf der Einstellung, die ihr habt, und ihr seid gerade noch nicht so weit, dass ihr vielleicht eine Longneck-Rifle habt, dass die Longneck ist diese hier unten, dann könnt ihr das natürlich auch mit dem ganz normalen Crossbow machen, mit der Armbrust. Dafür habe ich diese Pfeile dabei und diese Betäubungspfeile. Aber wenn ihr natürlich einen Direwolf zähmen möchtet, seid ihr bestimmt schon in der Lage, eine Longneck, also diese alte Knallewumms hier zu craften. Die würde ich euch empfehlen. Und dann natürlich hier mit den Darts. Ich habe natürlich jetzt auch noch ganz normale Rifle-Munition dabei, weil ich natürlich jetzt die Wölfe ausschalten möchte. So. Bevor ich das vergesse, ich habe hier noch eine. Genau. Ein Fernrohr oben drauf. Und da kann man schön zielen. Ich weiß jetzt nicht, welchen ich als erstes. Ich habe noch nicht mal ein Fernrohr dabei. Ich weiß nämlich nicht, welcher ist, aber erstmal schießen wir den. Den Alpha-Tod. Der wird natürlich jetzt angreifen kommen. Oder auch nicht. So, einer ist tot. Level 4. So, und der Level 12 ist auch tot. So, jetzt ist nur noch ein einziger Direwolf übrig geblieben. Der ist natürlich jetzt automatisch der Rudelführer. Hier haben wir auch einen Raptor. Komm, den machen wir auch mal weg. So. Und jetzt könnte ich natürlich. Oh, was ist da hinten los? Schieße erstmal alle weg. Ich könnte natürlich jetzt runtergehen und das Ganze mit der Bärenfalle machen. Ihr könnt es machen, ihr müsst es nicht. Ich habe jetzt eine super schöne Position ausgesucht, aber da ich jetzt mit diesen Darts nicht so weit schießen kann, aber vielleicht kommt ja was näher, wäre ja super. Ich gucke gerade mal. Gucken. Vielleicht treffe ich hier was. Ich habe natürlich jetzt kein Fernrohr mehr. Gucken. Nee, ich treffe nichts. Okay, dann machen wir es so. Ich mache das jetzt doch mit dem Bärenfalle. Ach ja, der Vogel verfolgt mir noch. Komm mal her. Dich brauchen wir jetzt gerade gar nicht. So, dich lasse ich jetzt mal hier stehen. Wir wollen hier natürlich nicht sofort aufschrecken. Placed. Wir setzen mal einen hier. Und setzen mal einen hier vorne hin. So. Wir müssen natürlich gucken, dass er auch wirklich da reinläuft. So, hier ist einer. Schießen wir einmal auf den. Oh, den haben wir gar nicht getroffen. Was war das? Jetzt aber komm. Jetzt haben wir getroffen. Jetzt kommt. Der. Okay. Ich weiß nicht, welches Level das war. Und der ist schon ziemlich schnell runter. Und deswegen. Naja. Ich wollte eigentlich noch die Bärenfallen nutzen. Aber das war jetzt auch nicht mehr so wichtig. So, und jetzt springen wir mal ganz schnell ab. Und gucken, wie es dem geht. Okay, ihr seht, dem Wölfli ist alles in Ordnung. Ihr seht auch das Torpor. Torpor ist das so gesehen, für die Leute, die das jetzt nicht wissen. Torpor ist so gesehen die Betäubung. Die geht jetzt langsam herunter. Also, ihr könnt das
ganz problemlos mit jeder Fleischsorte machen. Ich gucke gerade mal, der Adler hat jetzt gar kein Fleisch dabei. Können wir uns gleich auch mal besorgen gehen. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel das Kibbel nicht habt, dann könnt ihr jede Fleischsorte nutzen. Ihr könnt das ganz normale Standardfleisch nehmen, das ihr von jedem Tier bekommt. Ihr könnt natürlich auch die Prime-Fleischsorten, den leckeren Schenkel nehmen oder sowas. Dann geht das natürlich ein ganzes Stückchen schneller. Ihr könnt das Lammfleisch nehmen, den Raw Mutton. Das geht natürlich am schnellsten von allen Fleischsorten. Aber das Effektivste ist immer noch das Kibbel. Und das Kibbel wird hergestellt, ich mache ganz kurz mal hier auf, zeige ich euch das mal ganz kurz. Das ist das Kano-Kibbel und das Kano-Kibbel wird ganz klar mit einem Kano-Egg, also Kano-Ei, einer Kartoffel, einem Cooked Meat, das ist hier, was wir gerade unten auf der 9 haben, das ist das Cooked Meat, zwei Mejo-Beeren, das sind die lilanen Beeren, drei Fiber, also dreimal Fasern und ein Wasserbehälter, alles in den Kochtopf, kurz warten und dann habt ihr euer erstes Kibbel und dafür braucht ihr so gesehen, das ist übrigens ein Level 1er Wolf. Also wenn ich mir jetzt gleich was reinhaue, ist das Ganze hier mal schon vorbei. Ich zeig euch mal ganz kurz, da hinten läuft gerade ein T-Rex. Jetzt habe ich natürlich den kleinsten Wolf von ein Level 1er. Ich zeig euch mal ganz kurz, ich lasse den mal ganz kurz liegen. Was haben wir denn hier, was man ganz kurz auffressen kann? Da, wir fressen den mal hier. So, der hat sich gar nicht für uns interessiert. Wo haben wir ihn hingelegt? Wo ist der Wolf? Der müsste hier vorne liegen. Da ist er. Okay. Übrigens ist das ganze Gebiet, für die Leute, die das vielleicht noch kennen, das Gebiet ist ja komplett umgeändert worden. Damals war hier hinten das ganze Gebiet noch ganz normaler trockener Wald. Und das ist jetzt alles geändert worden. Mit einem Patch kam hier das ganze Schneegebiet dazu. Übrigens, um das Torpaar hochzuhalten, braucht ihr hier ungefähr, braucht ihr dieses Narkotipass. Ihr könnt es auch mit den Narkobären machen, das sind die schwarzen Bären. Ihr legt das einfach in den Körper hier von dem Tier, ja, und drückt E. Oder eben für die Playstation oder Konsole, Konsum benutzen. Und dann seht ihr, dass das Torpor wieder steigt. Beim Level 1 ist das natürlich jetzt schnell gemacht. Es ist übrigens ein Weibchen. Und, geht es eigentlich total easy. Das super an den Wölfen, also ich würde jedem empfehlen, einen Direwolf zu zähmen. Direwölfe sind sehr, sehr schnell, sehr stark, sehr ausdauernd, haben auch hohes Gewicht, können eigentlich ganz gut tragen. Und was eben auch noch besonders ist, eben, die können sehr gut Hide, also Leder farmen, Pelz farmen, ja. Cetin auch natürlich, da würde ich aber dann eher doch vielleicht einen Sabertooth nehmen, also Säbelzahntiger. So, wir legen jetzt das Kibbel mal rein. Wir brauchen gar nicht so viel Kibbel. Nicht mal so viel. Dann der Level 1er. Wenn er das jetzt gefressen hat, dann haben wir es sofort gezähmt. Das geht auch ganz schnell bei einem Direwolf. So, das Weibchen, den nehmen wir jetzt einfach mal Wölfi oder sowas. Wölfi. Das geht gar nicht. Aber egal, wir lassen das so. So, wir haben unser Wölfi gezähmt. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wie geht eigentlich der Sattel? Wir brauchen keinen Sattel. Ein Direwolf braucht keinen Sattel. Das ist das Gute. Man hält sich einfach an dem Fell fest. Und dann kann man hier wunderbar kämpfen. Das Problem ist jetzt, in Level 1 ist jetzt nicht so gut. Wir haben ja übrigens einen Bonus von Level dazu bekommen, glaube ich, oder? Ich glaube nicht, bei einem Level 1er gibt es nichts. Ne, bei Level 1 gibt es keinen Level-Bonus dazu. Wir könnten mal versuchen, den T-Rex da hinten zu naschen. Wird aber gefährlich. Ich weiß nicht, welches Level der hat. Wir versuchen es einfach mal. Wenn der natürlich ein bisschen stärker ist als meiner, dann haben wir unseren Wolf gleich direkt mal verloren. Aber ich habe meistens keine Angst, weil so ein Direwolf ziemlich stark ist. Wir gucken mal, was er für einen Stats hat. 330 von Level 1. Ausdauer ist ziemlich hoch. Ihr seht, das Gewicht ist ziemlich hoch. Schaden ist ziemlich hoch. Also der Wolf ist schon ziemlich stark. Wir suchen mal den T-Rex. Ich weiß nicht, was er für ein Level ist. Ist gerade am Kämpfen. Wir werden es einfach versuchen. Ich weiß nicht, was er für ein Level hat, der T-Rex hier. Oh, wir müssen hier weg. Ich glaube, der ist doch zu stark. Okay, Leute. Mit Level 1 Wolf ist nicht so stark wie der T-Rex da hinten. Und da müssen wir echt mal aufpassen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr einen ganzen Rudel voller Wölfe habt und jetzt nicht so ein Level 1er wie ich,
dann ist das ein richtiger starker Begleiter, den ihr bekommen könnt. Richtig schön gezähmt. Sehr cooles Tier. Findet ihr übrigens nur in den Schneegebieten oder am Rand der Schneegebiete. Ich zeige mal ganz kurz, wo ich gerade bin auf der Karte. Sorry, so. Warte mal ganz kurz, bis die Karte aufgebaut ist. Ganz oben, wo das Mi ist, wo gerade mein Finger rausguckt, da oben in der Ecke, genau dort, wo der Fluss ausmündet und einmündet. Hier ist auch übrigens hier so ein Wasserfall, so ein eingefrorener. Und über dem Schneegebiet und am Rand des Schneegebietes findet ihr über diese Direwölfe. Aufpassen, Leute, die sind sehr, sehr, sehr stark. Da müsst ihr echt aufpassen, dass ihr nicht da in die Fänge kommt von dem ganzen Rudel und dann seid ihr ganz, ganz, ganz schnell tot. So, Leute, das war's schon. Ging ganz, ganz, ganz schnell. Wie gesagt, Leute, es ist das Kanu-Kibbel, was ihr braucht. Wenn ihr kein Kanu-Kibbel habt, dann nehmt jede Fleischsorte. Jede Fleischsorte am besten ist natürlich immer, umso höher das Fleisch ist, umso schneller geht die Zähmung. Bei einem Level 1 bringt das nicht viel. Das ist jetzt gerade Verschwendung gewesen mit dem Kibbel. Aber wenn ihr jetzt natürlich einen höheren nehmt, dann ist natürlich immer die Zeit des Zähmens muss immer verringert werden. Umso schneller ihr zähmt, umso mehr Bonus bekommt ihr für eure Tiere. So, meine Freunde, nochmal ganz kurz zurück, weil ich es gerade eben nicht zeigen konnte. Mit den Bärenfallen mache ich das jetzt gleich nochmal. Ich habe nämlich hier noch einen Wolf. Okay, der läuft jetzt schon auf mich zu. Währenddessen schießen wir. So, und jetzt ist der einmal in der Falle drin. Nämlich den Nachladebug, okay. Und da liegt er schon. Ihr müsst einfach nur gucken, dass ihr die Wölfe frei bekommt. Welches Level hat denn der hier? Level 17. Ihr müsst einfach nur die Wölfe erstmal freischießen. Ihr müsst euch einen Wolf von denen aussuchen. Und dann einfach ganz gemütlich vorher eine Falle setzen, auf euch zulocken und dann abschießen. Und dann klappt das. Und die werden wir jetzt gleich mal auch nochmal gemütlich zähmen. Ich schmeiße jetzt gleich auch nochmal hier das Kibbel rein. Und so sieht das übrigens aus, wenn ihr einen Wolf gezähmt habt und noch einen dabei mitnimmt, dann ist automatisch der Wolf mit dem höheren Level immer der Alpha und kriegt automatisch so einen wunderschönen Streifen hier oder Schweif, orange, gelb, rot. Sehr, sehr schön und wenn ihr natürlich dann so gesehen angreift, dann habt ihr so was wie ein Rudelbonus noch da oben drauf. So. Und da kommt noch eine Schildkröte. Das ist übrigens einmal der kleine Wölfi mit Level 1, den wir gezähmt haben. Und einmal Lulu mit Level jetzt 25, war vorher 17. Und jetzt gerade ein Level dazu bekommen. Dann sagen wir einfach mal. Und bis dann. Und tschüss. Und jetzt sind wir hier oben und die wollen jetzt alle schön